Ey, mir stehen einfach die Tränen in den Augen. Was ist denn das für ein scheißgeiler Clip gewesen? Oh, meine Fresse, ich muss mal kurz abwischen. Sorry, Leute, es geht gleich weiter. Ist das geil. Oh, Mann. So, nächster Clip, P20. Leute, willkommen zu einer völlig neuen Kategorie. Was heißt völlig neu? Vor circa 2 Jahren habe ich meine ersten Reaction-Videos aufgenommen und ich habe was richtig Geniales entdeckt, was schon sehr, sehr alt ist und wird aktueller von Folge zu Folge. Die meisten von euch kennen vielleicht die gemoddete Apex Legends Version, Apex Legends R5 Reload heißt, glaube ich. Ich bin jetzt nicht ganz sicher. Ich habe das vor über einigen, ja, vor 2, 3 Jahren schon mal versucht runterzuladen, weil ich wusste, dass es einen Hype um solche Videos gab. Die Technik hat bei mir nicht funktioniert, deswegen habe ich das von mir geworfen und habe mir die Clips auch nicht weiter angeguckt. Es gibt hunderte Clips von Apex Legends modded Versions, verschiedene Sachen, was weiß ich, Kraber mit der Feuerrate, einer LMG und so weiter und so fort. Hunderte Clips mit verschiedenen krassen Mods, die natürlich in der Realität in Apex Legends so nicht vorhanden sind. Ich werde jetzt eine Menge Folgen, Reaction-Videos davon machen. In jedem Video gibt es mehrere Clips aneinandergereiht, damit das nicht immer nur ein Clip wird, hier und da länger und ein bisschen kürzer. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr da Bock drauf habt. Wie gesagt, vor circa 2 Jahren habe ich meine ersten Reaction-Videos schon mal aufgenommen. Vielleicht lasse ich diesen Teil auch noch mal aufleben. Da habe ich Funny Fails Reactions gemacht. Ich habe jetzt das in den letzten Jahren nicht verfolgt. Keine Ahnung, inwieweit im Internet, auf YouTube, da Funny Fails irgendwo auffindbar sind, wo man vielleicht noch mal drauf eingehen kann, weil das fand ich immer sehr geil, so pro Gameplays oder so. Das ist alles so überhaupt nicht wirklich mein Fall. Deswegen irgendwas Witziges, Fails oder übertriebene Mods, das ist so eher mein Ding. Wenn ihr da Bock drauf habt, bleibt am Start, würde ich mich sehr, sehr drüber freuen. Viel Spaß jetzt bei der ersten Folge und bis zum nächsten Video. Haut rein, ciao. So, wir fangen direkt mit dem ersten Clip an. Inhaltlich Infinite Grapple Pathfinder, also unendlich Grappling-Reichweite. Lasst uns mal sehen, was uns hier erwartet. Und ich muss noch meine Kopfhörer reinhauen und let's go. Ah, nein. Okay, ich dachte unendlich Reichweite, aber einfach mal alles. Reichweite unendlich und Cooldown einfach nicht vorhanden. Oh mein Gott, zieht euch rein, wie geil wäre dann bitte Pathfinder, wenn man diesen Scheiß machen könnte. Oh mein Gott. Also ich weiß, der Clip ist verdammt alt. Aber es ist verdammt geil. Halt die Luft an, ist das mega. Clip Nummer 2. Guckt euch jetzt schon den Hintergrund an, ist das geil. 1 Milliarde Dummies. The Kraber, but it's a full automatic LMG. Also die Kraber schießt vollautomatisch. Ich muss jetzt schon lachen, das kann nur krank sein. Achtung, Feuer frei. Scheiße. Oh mein Gott. Was ist bitte los? Ist das geil. Oh mein Gott, Alter, mir stehen die Tränen in den Augen. Mir stehen einfach die Tränen in den Augen. Was ist denn das für ein scheißgeiler Clip gewesen? Oh, meine Fresse, ich muss mal kurz abwischen. Sorry, Leute, es geht gleich weiter. Ist das geil. Oh Mann. So, nächster Clip, P2020 is a week. So I made it to go. Brr. Okay, also die P2020 ist scheiße. Ich mach sie mal richtig. Ich würde sagen, vollautomatisch. So, schauen wir mal rein. Oh mein Gott. Ist das geil. Oh, das tut enorm weh. Leute, ganz kurz, ich hoffe, es ist für euch nicht zu laut. Falls ja, tut es mir leid. Aber wenn ich das jetzt neu aufnehme, ist die Reaktion einfach nicht mehr echt. Ich lasse einfach die Kopfhörer draußen. Alter, was? Guckt mal. Guckt mal unten rechts. Guckt unten rechts, wie schnell die Munition weggeht. Alter, zieht euch das rein. Oh, du ahnst es nicht.
400 Schuss in nicht mal 5 Sekunden. Boah, ist das krass. Oh mein Gott. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll, ist das krank. Junge, Junge, es ist einfach jetzt schon viel zu geil. Ich bin so froh, dass ich dieses Format für mich entdeckt habe. Es ist jetzt schon total geil. Ich kenne ja die ganzen Clips gar nicht. Deswegen wird es wahrscheinlich eine absolute Freude, sich das hier alles reinzuziehen. What if the Hemlock was full automatic? Okay, die Hemlock vollautomatisch. Ziehen wir uns mal rein. Oh, stellt euch das vor. Fire Receiving Mod für die Hemlock. Es wäre einfach zu krank. Und da sagt doch einer in Season 18 oder keine Ahnung wann, wir wollen den Fire Receiving Mod für die Prowler zurück. Also ich bin ganz ehrlich, sorry, dass ich nochmal stoppe, ich weiß halt nicht, wie in dieser R5 Reloaded Apex Legends Version, wo man alle möglichen Spaß modden kann, ob auch das Handling der Waffe 1:1 realistisch ist. Aber ich denke schon, dass es passt. Was war denn das gerade für eine Aktion? Noch so ein krankes Ding. Stopp, ist doch nicht weit genug. Okay, das ist einfach noch ein kranker Wraith-Slide mit eingebaut. Oh, was war denn das bitte? Oh, schade, dass da oben rechts kein Damage-Counter ist. Guckt euch mal die Zahlen an. Ich glaube, das ist eine gesamte, eine ganze 4000 mitzusehen. 4.636 und in der Mitte ist eine 5.000. Guckt euch das an, das ist so geil. Oh Mann, macht das Spaß, das ist einfach göttlich. Oh, was ist das denn zum Teufel? Krass. So, wir stoppen wieder die Spitfire, but with explosive bullets. Alles klar, exploding bullets. Also die Spitfire mit explodierenden Kugeln, 55 Schuss. Let's go. Alter. Es ist einfach göttlich. Es fühlt sich beim Zugucken so satisfying an. Einfach so absolut befriedigend. Und für alle OGs da draußen, die seit Anfang an dabei sind, das ist die Original Kings Canyon Map. Da kommen Glücksgefühle hoch und Erinnerungen, Nostalgie ohne Ende, das ist Wahnsinn. Boah, ist natürlich arschlaut, ich muss leiser machen. So, wir haben jetzt Rocket Jumping in Modded Apex Legends. Raketensprung. Schauen wir mal, ich habe gerade keine Ahnung. Was ist denn das für ein Waffenname? Guck mal unten rechts. Nadento, schwere Waffe, aber IVA 8, schauen wir mal, keine Ahnung. Oh, stopp, ich bin überfordert. Was bitte passiert? Ist das krass. Okay, das ist quasi wie so eine Art Rocket Launcher, der dich selbst rückwärts wegballert. Das ist schon amüsant. Den musst du erst noch. Es ist natürlich faszinierend. Ich. Keine Ahnung. Ich habe es, wie gesagt, ich glaube, ich habe es im Intro versucht zu erklären oder habe es erklärt, dass ich selber versucht habe, mal diese Version runterzuladen und zu installieren. Es hat bei mir nicht funktioniert. Wenn sich da draußen jemand damit auskennt, geht es noch? Ich weiß es nicht. Aber es ist über ein Jahr her oder anderthalb Jahre oder zwei Jahre her, wo ich es getestet habe. Weil ich wusste, dass dieses Modden geht. Aber wer weiß, wie kompliziert die ganze Geschichte ist. Sehr, sehr amüsant. Aber hier reichen fast ein paar Sekündchen, wo man einfach mal kurz reinschaut. Okay, ich denke, wir sind bereit für den nächsten Clip. Okay, 3D Face Dash Tactical on Wraith. 3D Face. 3D Face Dash nach vorne pushen. Wir schauen einfach mal. Ich habe gerade keine Ahnung, was passiert. Kings Canyon bei Nacht. Ach. Oh mein Scheiß Gott, wie geil ist das denn?
Das wäre mal eine Fähigkeit. Das ist so ein bisschen wie die Ash-ultimative Fähigkeit, nur in noch geiler. Das müssen wir uns nochmal reinziehen. Oh, ist das krass. Junge. Natürlich, keine Cooldown. Das ist ja edel. Stellt euch mal Wraith so vor. Da kann man dann wirklich von OP sprechen. Also man vertut sich ja schnell bei neuen Legenden, die noch nicht wirklich draußen sind. OP hier, OP da und dann hast du es einmal ausgesprochen. Oh mein Gott, zieht euch den nächsten Clip rein. Die Nemesis Burst. Dieser Clip ist, glaube ich, keine Ahnung, über 2 Jahre alt, wenn nicht sogar noch älter. Die Nemesis war noch nicht draußen und ihr seht hier im Hintergrund, die Nemesis hat auch noch das Bild der 301. Die Nemesis wurde schon vor ewigen Zeiten geleakt, bevor sie überhaupt rauskam. Wer von Anfang an bei mir dabei ist, der weiß das. Und er hat den Leak aufgegriffen und hat sich einfach selber rangemacht und die Nemesis eingebaut. Das hat ja wirklich bis zum ersten Leak und dem realistischen oder dem tatsächlichen Release über 1,5 Jahre, glaube ich, gedauert. Ich bin jetzt echt gespannt, wie er das umgesetzt hat, jetzt wo die Nemesis ja lange genug schon draußen ist. Sorry, I'm not sure how many of you noticed, but in the trailer that Apex put up a few hours ago for the Evolution Collection, er erklärt's gerade. Accidentally leaked an unreleased gun called the Nemesis Burst AR. It uses an R301 as the placeholder icon, but I noticed that it has an energy mag. From this, it seems that at some point... Ja, komm, quatsch doch keinen Zahn locker. Jetzt geht's los. Of course, this is completely unofficial. The actual gun is likely to be quite different. This is just a mix of having. Okay, er will den Leak ein bisschen noch erklären. Also man könnte schon sagen, er war nah dran. Erstens mal ist es die, ich würde sagen, die Genauigkeit der 301. So ganz genau ist die Nemesis nicht, aber auch nicht sehr weit weg. Und natürlich keine erhöhte Feuerrate. Schuss für Schuss wird sie immer schneller. Das hat er nicht drin, aber es ist schon cool.